Seid gegrüßt, meine lieben Freunde da draußen. Ich bin hier auf einer riesigen Kuppel und bei mir ist der Cedric, Cedric Elsius TV von dem... Guten Tag. Guten Tag, von dem Nemea City Team und ich bin seiner Einladung gefolgt, denn zwischen Nemea City und Hexenwacht laufen ja die Verhandlungen, dass wir einander als Partnerstädte sozusagen vorhaben zu sehen, ne? Und dann müssen wir natürlich auch gegenseitig Vertretungen bauen. Und deswegen beginnt diese Folge an diesem sehr ungewöhnlichen Ort. Was hat es denn mit dieser Riesenkuppel auf sich, Cedric? Erzähl mal. Okay, diese riesige Kuppel steht dafür da. Es sind ja im Grunde zwei Kuppeln. Die eine Kuppel ist über der Hauptzentrale und die zweite über dem Zentrum. Und die signalisieren damit, dass wir den Schutz gegen den Kult erlangen. Und nicht nur Erlangen, auch in Nürnberg. Nein, also ja, super. also ich denke mal, das wird ein guter Schutz sein, denn das ist ja echt hier weltumspannend, so wie das aussieht. Ja. Die Glaser-Rechnung möchte ich nicht sehen. Ne, da ging gerade mein Handy. Da gehe ich jetzt mal nicht ran. Okay. So, und wir müssen da jetzt irgendwie runter und dann sind wir in Nemea City, ja? Bist du sicher, dass es gut geht? Auf jeden Fall. Ja, Gastgeber zuerst, würde ich sagen. Da geht er. Naja, wenn er da runterspringt, dann kann ich ja, muss ich auch. Ja. Au. Oh, ist aber gut gegangen. Hat gar nicht wehgetan. Ja. Und zwar hat man da hier jetzt den Hauptspawn. Und wird man ja gleich mit Schildern bombardiert. Warte. Wie geht's hier abwärts? Ja, hier kann man so gut wie jegliche Informationen, Server-Teams und alles, wie es entstanden ist, Texture-Pack-Empfehlungen und alles mögliche, Gott, wie man Gott. Den Server hier braucht und wie man sich hier registrieren, anregistrieren, das Passwort ändern oder einloggen kann, alles wird hier gezeigt. Regeln geradeaus im Rathaus Kutscherstraße. Genau. Bäcker MH-Brot ist geil. Sehr schön. Werbung hat's ja auch. Oh Gott, mein Kopf schwimmt schon von den ganzen Informationen. Wenn du mir mal ganz kurz folgst. Hui. Ja. In den freien Fall. Utsch. Das ist der erste Spawn, wenn wir ganz hinter sind, auf diesem Server. Da ganz lange Geschichte war es noch, 2012. Das wir ist ja. Die Version 1.2.3, glaube ich, erst. Und der Server lief mal auf Bucket. Und davor sogar noch Hamachi. Das war noch. Ja, das war auf jeden Fall. Spawn, ja, hier auf dem Server. Wahnsinn, das ist auf jeden Fall noch vor meiner Minecraft-Zeit. Also, ich habe ja erst 2013 damit angefangen. Krass. Ja. Und dort vorne, das ist erst neuerdings da. Einmal draufdrücken. Ich geh mal weg. Für Anfänger draufdrücken. Dein Medikit wird vorbereitet. Ja. Nicht nochmal draufdrücken, bitte. Oh, ich werde mit Werkzeug ausgestattet und mit einem Schwert. Und Äpfeln. Lecker. Danke für Ihren Besuch und noch viel Vergnügen. Oh, das finde ich ja, das ist ja lieb hier. Das ist ja echt nett. Ja. Cool. Die guten Command-Blöcke. Ja, super. Habe ich gleich eine Grundausstattung. Das ist schon mal schön. Cedric, hast du zu viele Bohnen gegessen oder? Fliegt hier nach oben. Wahnsinn. Sie können das auch. Ich kann das auch. Hui. Okay. Ja, also das sind wir hier Spawnplatz, also der Siegplatz. Sieg wird mit K bei uns geschrieben. Das hat aber nichts mit dem Sieg mit G zu tun, sondern ist eine Stadt, die vor Ewigkeiten entstanden ist. Hat eine ganz lustige Geschichte. Ich glaube, ich Zeon gar nicht erzählt. Ja, erzähl mal. Da war ich vielleicht so 5, 6, Grundschulalter, jeder kleine Junge habe ich auch mal mit Autos gespielt. Und mein Zimmer war überhäuft mit Straßen und alle möglichen Kisten, die da rumlagen und Straßenschilder. Und ich war immer schon so ein kleiner Genie, kleinen Zetteln, da kleine Straßenschilder und Wegweiser zu basteln. Cool. Und die Stadt hieß Sieg, deswegen. Von den Siku-Autos oder so? Oder hat er das damit gar nichts zu tun? Schon. Ja, siehst du? Weil ansonsten hätte ich jetzt von der Schreibweise gedacht, das hatte irgendwas mit Siechen zu tun. Also mit okay. Weil Siekenhaus oder sowas, zum Beispiel ist Holländisch für Krankenhaus und so, also hätte ja auch damit zu tun haben können.
Waren aber Autos, sehr schön. Ja, dann ist ja, Minecraft genau das Richtige für dich im Prinzip gewesen, ne? Wenn du schon sehr früher so gebaut hast. Gib mal diesen Befehl ein, ohne den Punkt davor, bitte. Geld. Jetzt steht da irgendwas von... Wie viel hast du? Also entweder sind das 100 oder 100.000 oder sowas. Islands. Eileen. Eileen ist die Währung, okay. Aber ja, also die sieht man nicht oder so, ne? Also ich habe die jetzt nicht in der Tasche. Virtuell natürlich, ne? Achso, okay. Hinten ist McDonald's. Also habe ich ein Konto. Oh ja, oh, ich seh's. Zeron hat ja neulich diese Türme gebaut von der Dunkelwacht und das sah von der Ferne auch so ein bisschen aus wie ein McDonald's-Zeichen. Aber das ist jetzt hier ein richtiges. Ja, dann... Natürlich dürfen wir McDonald's nicht schreiben, sondern M-Donald's. M-Donald's. Ja, und hier unten ist das McCafé und hier kann man bestellen. Hier sind ein paar Leute drin und wenn man eben hier hat man bestimmte Auswahlmöglichkeiten. Und wenn du da drauf klickst, dann kannst du dort Sachen kaufen. Auf das Schild oder wie? Hinter dir. Ach da! Hallo Leute, ich hätte gerne, was gibt's denn hier Schönes? Guckt Beef. Hallo. Wie? Auf die Schilder klicken. Ach, auf die Schilder klicken. Also, so. Ah ja. Lecker. Hallo. Sehr gut. Sehr gut. Also die, ja, das ist... Also, McDonald's ist halt überall die gleiche Qualität, die gleiche gute Qualität weltweit. Das merkt man sogar hier. Hat der Big Mac dir gemundet? Der hat sehr lecker. Genau das Richtige zum Frühstück. So, ja. Hier sind noch freie Grundstückflächen, wie ich gesehen habe. Ja. Das ist das Baugrundstück für die Hotelanlagen von uns. Mhm. Wurde gekauft. Und es gibt ja auch eine Sektorfrist, also bis wann das gebaut bzw. angefangen. Bis man es begonnen haben muss, sonst wird das Grundstück wieder freigegeben oder so, ja? Genau, sozusagen. Wo geht's denn hier hin? Das sieht interessant aus. Da hinten ist so ein dunkles Waldstück. Klein Moment. Entschuldigung, ich bin schon wieder neugierig. Ach, schaut Moment. Mal, nein, hinten ist auch eine schöne Kirche. Die hat man im Dorf gelassen. Telekom, ich hasse dich. Telekom, ich hasse dich. Hier ist auch eine Kirche, die Nordkirche. Hm. Ja. Die erste Kirche auf dem Server, sozusagen. Der Priester kann... hier ist ein Taufbecken, wunderbar. Genau. Ich taufe mich mal auf den Namen Zordan von Nemir City, genau. Ja, schön. Ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Neustadt, weil so langsam bekomme ich gleich einen Herzinfarkt. ganz ruhig, alles wird gut. Alles wird gut. Kannst du dir noch ein bisschen was für unterwegs mitnehmen? Kuchen, Brot, noch mehr Brot. Achso, das war's. Das ist die Bäckerei, wo vor uns Werbung war. Ich habe keine... Achso, ich muss wieder aufs Schild klicken, ne? Genau. Genau. So, nehmen wir mal lecker Kuchen mit. Notiz an Zeron, wenn er das sieht. Die Idee, diese Schilder dort ranzumachen mit den Bezahlmöglichkeiten, dass man das bekommt, heißt nicht, dass ein gewisser Zeron das Kisten rausnimmt, so wie er das aus Hundskraft gewohnt ist. Ach so. Ja, ich kann das zum Beispiel auch gar nicht, aber er konnte das, oder was? Nee, weil ich habe ihn ja operated und deshalb hat er dann die ganzen Kisten gelauncht. Ja, so ist er. Neugierig. Also was mir gleich beim ersten Durchgehen schon auffällt, ist, dass mir der Baustil total gefällt. Das, ich baue ja auch so ähnlich. Wie auch bei Zeron müssen wir jetzt den Hintereingang vom Rathaus angehen. Oh, der Hintereingang. Der Erbauer. Regeln, Befehle. Oh, das ist der Erbauer, ja. Ja. Es ist ja nett, dass ihr den hier ausgestellt habt. Ja, der war auch gestern wieder drauf. Lange Zeit war er nicht hier. Ja, viele Sachen sind hier erklärt. Ich bin gerade bei den Regeln, warte. So, ich bin so Rollenspieler, da geht man immer erst zu den Regeln. Okay. Ja.
Ah, hier, hier kann man sich alles angucken, wenn man nicht Bescheid weiß. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn hier auch viele Leute rumlaufen, die jetzt nicht, wie ich von dir hier, so schön durchgeführt werden können oder so. Dann können die sich hier gut informieren. Das ist eben auch das Prinzip dann, wenn mal kein Sektor online ist. Und hier drüben dann Regeln, hast du ja schon gesehen. Genau. Telekom, ich hasse dich. Telekom. Immer wenn ich das sage, leckt gerade Minecraft, weil die hat uns gerade irgendwie höchstens 3K, wenn sie erreicht werden. Also bei mir läuft zum Glück flüssig, insofern wirst du dann bei der Aufnahme keine Lecks bisher zumindest erkennen. Bisher. Darum nehme ich ja auch nicht auf. Achso, weil das dann zu sehr laggen würde. Das wäre zu laggy. Ja, leckst mir im Arsch, du. Document. Du kannst dich ja mal ein bisschen im Rathaus umgucken. Es gibt hier sehr viele interessante Sachen. Ja, ich bin gerade in einem Zimmer voller Köpfe. Ich bin gerade in einem Zimmer voller Köpfe. Das ist sehr bizarr. Zimmer voller Köpfe? Ja, das ist das Dokumentezimmer. Achso. Achso, dort die ganzen, ja. Klostermeister Pixelkopf. Zeitschriften. Ah, komme ich auch nicht dran. Schade. So. Der ist eh nur von irgendwo 2010. Zeitschrift, die nennt sich die Bunte. Ja, auf jeden Fall, wie ich eben schon sagte, der Baustil gefällt mir richtig gut. Ich baue ja auch sehr ähnlich und ich find, das wirkt sehr, sehr authentisch, sehr mittelalterlich, sehr gemütlich auch vor allem, also was man bisher so sieht. Wie ich schon sehr erklärt habe, war das ganze Projekt, das wir gestartet haben, basiert auf Schule. Auf Schule? Ja. Dreimal darfst du raten, warum. Zeron war begeistert von diesem. Also Schule im Sinne von, ihr habt in der Schule Projektarbeit machen müssen und habt dann Minecraft gewählt oder sowas, oder? Eher nicht bei mir, sondern bei meinem Freund, den 10122. Nämlich, der hat, beziehungsweise die haben, weil das ist eine ganze Gruppe, so jetzt bin ich wieder da. Bist du schon rausgegangen? Ja, ich lauf gerade hier auf dem Rathausplatz rum. Okay. Und hatten Geschichte und hatten dort gerade Mittelalter dran. Und der Geschichtslehrer spielt zufälligerweise Minecraft. Nein, das ist ja praktisch. Ja, und darum war Zero noch so begeistert. Das finde ich ja schon klasse, dass er dann auch sagt, na, dann macht mal was oder so. Und dann haben die eben das gemacht und haben Screenshots gemacht und die damit und per PowerPoint, glaube ich, dann gezeigt und haben auch eine 1 bekommen. Sehr geil. Ja, sehr, sehr geil. Das finde ich auch richtig cool. Mit der Dunkelheit müssen wir uns hier keine Sorgen machen, ne? Ihr habt ja irgendwie einen Kammerjäger durchgejagt, ne? Monsterfreie Zone. Genau. Hier. Wir haben ja auch eine Monsterbehörde. Die ist zu, weil bei uns keine Monster gibt. Ja, dann sind die ja alle arbeitslos. Ist auch schade für die. Genau. Was haben wir hier? Achso, das sind noch ein paar Befehle. Nee, das sind hier Portale gewesen. Achso, okay. Portals. Wo wir noch oft waren, war das alles hier Verbindungen. Wir hatten hier, glaube ich, über 8 Welten. Wahnsinn. Und das hier ist der Fluss. Das ist der Fluss. Schöner genau. Fluss. Schöner Fluss. Strikt, hier, upsa, auf der Seite sehen Sie einen Erholungsgarten, auf der Seite sehen Sie nicht bebautes Gebiet. Das sieht auch so richtig aus wie so ein Bauplatz, der nicht bebaut ist hier. Überall das Gras am Wuchern und so. Schön. Das haben wir absichtlich gemacht. hier sehen Sie einen Spielplatz mit einem Tennisplatz und das erste Shop sozusagen. Oh, sollen wir irgendwas spielen?